YouTube-Zeichen! Wir starten durch mit Soma, dem lustigen Spiel von Frictional Games, quasi den Amnesia-Machern. Soll so ein bisschen Bioshock und Alien Isolation sein. Bisschen Grusel, bisschen Horror, viele Wege suchen. Keine Ahnung, noch nie gestartet. Das machen wir jetzt in diesem Moment. Und gucken, was passiert. Sieht kaputt aus. Ist das normal? Ich weiß auch nicht hier, ob der Chat oben passt. Das müssen wir auch gucken, ob da irgendwelche Bedienelemente sind. Wie gesagt, das weiß ich alles nicht. Das müssen wir alles gucken. Das klingt schon mal sehr freaky. Und da unten ist ein Hirn. Worauf lasse ich mich hier ein? Mir ist doch schon der Tatort so spannend. Yassi ist alles lila, nicht nur der Nickname. Lila Brusthalter und alles lila. Frictional Games. Zum Fortfahren X drücken. Aha. Passen Sie den Gamma-Wert so an, dass die Einzelheiten des Roboterposters zur Linken kaum noch, was? Ja, dass ich ihn noch kaum erkennen kann. Roboterposter zur Linken. Wo ist denn hier ein Roboterposter? Roboterposter zur Linken. Wo ist denn da ein Poster? Also ich glaube, die meinen das hier direkt drüber. Ich weiß, ihr seht es anders als ich, weil mein Monitor anders eingestellt ist. Ich sehe dieses Poster so, würde ich sagen. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich ein bisschen deutlicher als ich. Ich lasse es mal so. Heimkino, Kopfhörer. Wir machen mal Kopfhörer. Und sagen mal, was gibt's hier noch? Remote Play, Nachtmodus, kleiner TV, mittlerer, Heimkino, Kopfhörer, akzeptieren. Weiter, Option. Was gibt's hier noch an Optionen? Das ist nur Spiel, Spielsteuerung, Spiel? Sprache, Deutsch, Tipps an, Grafik, Verzerrungseffekte an, Farbtrennung, einfache Icons, Spielsteuerung, Controllerbelegung. Ja, was können wir denn hier machen? Ach du Scheiße. Rennen, werfen, Inventar, Interaktionsmenü bestätigen, Analogstick lehnen, rotieren hoch, rotieren runter, rotieren links, rotieren rechts, springen, kriechen, Taschenlampe, bewegen, schauen. Ja gut, ich hoffe, das Spiel wird mir das nochmal sagen, dann kann ich mir jetzt nicht alles ad hoc merken, aber so ungefähr weiß ich jetzt, was ich hier tun muss. Umkehr natürlich aus, Vibration an, perfekt. Den Rest starten wir erstmal und gucken, was passiert. Nein, einmal bitte zurück und dann natürlich ein neues Spiel. Kann ja nicht weiterspielen, hab's ja noch nie gestartet. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Echt? An dem Ausrufezeichen liegt's? Alter Schwede. Okay. Ja. Das ist halt das Problem, wenn die halt was ändern, André. Also zu dem Bot und dass die Ausgabe nicht kommt. Dafür haben wir ja Twitch Alerts noch. Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört, daran zu glauben. Philip K. Dick, glaube ich. Das war so schnell, konnte ich gar nicht lesen. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munch? Why is there never enough time? For what? Ah. Christ. Mit R2 kann ich mit Objekten interagieren. Dann gehen wir mal ans Handy. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah,
Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Ich weiß, wie gesagt, nichts über das Spiel. Nichts. Also ich habe mich nicht gespoilert großartig. Ich habe keine Ahnung. Also wir sind anscheinend Simon und der Dean Oda will auch mitspielen und sagt, da hoffe ich mal auf ein gutes Spiel und einen coolen Community-Abend. Hoffe ich auch. Ich weiß darüber nichts, Dean. Dankeschön für so viel. Danke. Ich hoffe, dass es gut wird. Wie hat so der erste Gedanke, den ich jetzt dabei habe? Ich spreche meine Gedanken immer aus. Wir waren auf dem Weg zum Gehirnscan und hatten einen Unfall. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt irgendwie nur in seinem Kopf passiert. Erinnert mich mal dran, dass ich das gesagt habe, wenn das Spiel endet. Also wir sollen jetzt die Flüssigkeit finden für den Scan. Haben wir Anrufe? Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Was? Drücken Sie auf Bad Action? Was? Sie können das Objekt mit Hilfe von Dingsbums rotieren. Ah, okay. Ombra Delta Serra Volterra. Ja, das wird wohl irgendeine Studentenverbindung sein, wahrscheinlich. Ups, ich hab's kaputt gemacht. Ups. Huch, ich wollte es eigentlich zurückstellen. Ist kaputt. Ups. Was ist das? Zum Öffnen von Türen und Containern müssen sie zuerst mit ihnen interagieren und dann mit Hilfe von RS ziehen. Achso, verstehe. Also tatsächlich hier halten und dann kann man da reingucken. Was ist das hier? Pizza. Fertig, Pizza? Ih, was ist das denn? Das ist ja voll eklig. Pan-Pizza? Ah, weg damit. Gibt's hier irgendwas? Ne, nur mehr Pan-Pizza. Brauchen wir nicht. So, wo ist denn diese Tracer-Flüssigkeit, von der immer alle sprechen? Hier im Kühlschrank? Nothing but fast food. Should buy something healthier on my way home. Was ist das? Kann ich das hier rausnehmen? Schatzi, ich hab den Abwasch gemacht! sieht alles nicht sehr danach aus. To do? Jesse erinnert, Medikamente mitnehmen, Blumen für Begräbnis. Okay, es ist auch irgendjemand gestorben. House for funeral. Okay. Kaza, sei gegrüßt. Na gut, den Müll müsste ich auch rausbringen, den wir im Abwasch machen. Ach, immer muss ich das alles machen. Was ist das? Post. To Simon Jarrett. Kann ich die nicht aufmachen? Anscheinend nicht. Oder ich weiß noch nicht wie. Also ich habe keinen Brieföffner wahrscheinlich. Naja dann. Nur mal jetzt nochmal geguckt. Es gibt kein... Doch, es gibt ein Menü anscheinend hier unten. Da ist aber noch nichts drin. Options komme ich nicht hin. Aber das heißt, wir haben im Moment in dem Sinne kein festes Ziel oder so. Was ist das? Keine Ahnung. Irgendwie ein Glas mit... Was ist denn da drin? Mit Joss. Ja, könnte auch eine Estos sein. Geh weg. Was ist das für ein Spiel? Wenn ich aufräumen will, kann ich die eigene Wohnung anfangen. Ich habe keine Ahnung, Dr. Planlos. Ein Horror-Grusel-Adventure-Ding. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Das Erste, was uns gesagt wurde, wir sollen diese Flüssigkeit nehmen. Die Frage ist wahrscheinlich, wo ist diese Flüssigkeit? Was ist das denn hier? Kann ich nicht lesen. Irgendwas mit Oktober. Mit R2 können Sie die Texte erhol dich schnell wieder in liebe Mama. Aha. Es hat
Kind gestorben? Wenn wir zu einer Beerdigung gehen? Weil von dem Kind haben wir noch nichts gehört. Okay, was ist das denn? David Manchi, Neurograph-Sitzung, 30. April 2015. Ich wollte Ihnen abermals für Ihre Teilnahme an unserem Forschungsprojekt danken. Das Scan wird in den Pace Laboratories in Toronto durchgeführt werden. Aber da wir selbst Gäste sind, ist unser Zugang ein bisschen unvorhersehbar. Ich werde versuchen, eine Scan-Session für Samstag anzusetzen. Sobald das bestätigt ist, werde ich mich wieder bei Ihnen melden. Mit freundlichen Grüßen, David Manchi. Neues Rezept. Lieber Herr Jarrett, es freut mich zu hören, dass Ihre Kopfschmerzen nun weniger häufig auftreten. Ihre jüngsten Testergebnisse zeigen, dass sich Ihr Gehirn langsam erholt. Wie es sich aber an den Schäden anpassen wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Blutungen werden mindestens noch für die kommenden Monate anhalten und Sie werden uns einige Male im Krankenhaus besuchen müssen, um das Blut aus dem Hohlraum abzuleiten. Wir wollen verhindern, dass durch das Blut Druck aufgebaut wird. Da sich exzessiver Stress tödlich auswirken kann, habe ich Ihnen Prazosin gegen Ihre Albträume verschrieben. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und nehmen Sie das Präparat entsprechend ein. Versuchen Sie, sich gut zu erholen. Wir sehen uns nächste Woche. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Raymond Peak. Hey, Jesse. Oh, I forgot to hit send. Da du es wahrscheinlich vergessen hast, möchte ich dich hiermit daran erinnern, dass ich morgen diesen Arzttermin habe, also nicht zur Arbeit kommen werde. Achso, das hat er geschrieben. Tatsächlich er zu jemandem anders. Das bedeutet auch, dass du dafür sorgen musst, dass du den Laden auch tatsächlich rechtzeitig aufschließt. Bitte pack auch die Kisten hinter den Tresen aus. Was? Da sie sich langsam, aber sicher auf einem Arbeitsplatzgefahr... Was? Da sie sich langsam, aber sicher zu einer Arbeitsplatzgefahr entwickeln. Tendenziell verkaufen sich Bücher auch viel besser, wenn sie die Regale gestellt werden, wo die Leute sie sehen können. Wo sie die Leute sehen können? Na dann, senden wir mal. Ja, mach mal. Ups. Better late than never. So, also irgendwas ist mit ihm passiert. Er hat tatsächlich irgendwie eine Schädelblutung oder eine Gehirnblutung. Wobei mich wundert, dass das nicht stationär behandelt wird, sondern dass er hier zu Hause rumgurken kann. Wie kann ich das machen? Summer's coming. Hope it's a good one. Das ist halt ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja, wenn es lecken sollte, Two-Face, werde ich es natürlich sagen. Wenn mir irgendwas auffällt, performance-technisch. Also bis jetzt sieht es flüssig aus. Kleiner süßer Fernseher, stelle ich gerade fest. Wobei jetzt Sofa auch relativ nah dran ist. Also ist eine relativ kleine Wohnung irgendwie. Mit einer PlayStation? Xbox? Keine Ahnung. Massive. Was ist das? Massive Recoil. John Yui ist ein korrupter Polizist in Hongkong. Sein Leben wird komplett umgekrempelt, als er eines Tages die mysteriöse Ausländerin Amber trifft, die von der Golddrachentriade gefangen gehalten wird. Ja, wie trifft er die denn? Machen Sie sich bereit für einen Kampf ohne Gesetz, denn jetzt ist es an der Zeit, es mit der Triade, der Polizei und den übernatürlichen Kräften des Untergrunds aufzunehmen. Machen Sie sich bereit für Massive Recoil. Mit Hans Sapai und Jackie Chan von John Woo. Minimum. So, normalerweise sind ja solche Klamotten immer im Bad. Bloody Ace. Dankeschön für das Hosting und willkommen bei Soma. Wie gesagt, das muss ich sagen, finde ich unrealistisch. Deswegen tippe ich, dass es nicht real ist. Welcher Mensch wird mit einer Gehirnblutung zu Hause behandelt? Was ist das? Don. Was ist das? Spermatod? Sieht da unten eher aus wie ein Uterus. Zahnpasta. Was ist das? Ein riesen Nagelclip? Den habe ich auch. Schneidet ihr euch die Finger und Fußnägel mit Schere oder mit Clip? Ich kann das nur mit dem Clip. Ey, ich habe jetzt schon Angst. Irgendwann ziehe ich hier so ein Moped auf und dann steht da ein Clown hinter oder so.
Kann ich die Wohnung verlassen? Okay. Also tatsächlich, das Ziel ist es, die Flüssigkeit zu finden, bevor wir hier rauskommen. Das heißt, irgendwo muss die sein. Ach, Schatzi, warum lässt du denn immer den Kühlschrank auf? Mach ihn doch zu. Vergessen. Always on time. Weiß nur nicht, wie ich das dahin wieder zurückkriege. Das ist ein bisschen hakelig. Was ist das? Ist das die Flüssigkeit? Medium Soda. Was ist das da unten? Ah, springen, ducken. Was ist das? Don. Brauchen wir auch nicht. Das sieht aus wie Salat. Ich sehe gar nichts. Hallo? Okay, gerade sah es aus wie Salat, jetzt sieht es nach nichts aus. Machen wir mal das Moped hier zu. Geht nicht! Achso, weil da unten die Dose ist. Geh weg. Dumme Dose. Schon realistisch, dieses Spiel. So, wo ist diese Flüssigkeit? Wo bewahrt man sowas auf? Nicht im Besteckkasten. Verstehe ich. Da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drin. Hier? Ne, da kriege ich nur wieder mit der Bratpfanne. Was ist das da? Okay, geht nicht kaputt. Panzerglas. Gucken wir mal hier weiter. Max Wiesel, sei gegrüßt. Ohne den Spieler. Ja, tut mir leid. Und ein Medizinschrank? Wo habt ihr denn einen Medizinschrank gesehen, wenn ich fragen darf? Ich hab den nicht gesehen. Da, schon wieder die Nutten. Hookers. Ach nee, hooked. Am Haken. Mark und Diana Miller haben endlich Zeit für eine Pause. Sie haben genug Geld gespart, um sich nach dem lang ersehnten Familienurlaub auf Hawaii zu gönnen. Entschuldigung. Ich lese heute wieder letzte Bauer. Doch während die Sonne am ersten Abend vor Waikiki Beach im Meer versinkt, verwandelt sich Markus und Dianas Paradies, Paradies in einen Albtraum, als sich vor ihren Augen plötzlich Schwimmer in tausenden dünnen Ranken verfangen, die ihren Ursprung irgendwo unterhalb der Wellen haben. Wer liest sowas? Die schreienden Schwimmer werden langsam ins dunkle Wasser gezogen. Auch ihr siebenjähriger Sohn Charlie, der verzweifelt versucht, sich in Sicherheit zu bringen, wird von den bösartigen Ranken gefangen. Spannend, mystisch und absolut furchterregend. Am Haken wird auch sie einholen. Das klingt wie die Story zum Spiel, was jetzt nochmal meine Meinung verstärkt. Das ist das Letzte, was er gelesen hat, und deswegen manifestiert sich das in seinem komischen, blutenden Hirn. Meine Vermutung. Medizinschrank, wo war denn hier ein Medizinschrank? Wo denn? Hier ist keiner. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal hier weiter. Boxershorts? Oh, da unten sind bestimmt ihre Klamotten. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Winterjacke. Dann sind aber jetzt unten ihre Slips. Komm schon. Ich kann hier nicht die Slips rausnehmen. Naja, dann nicht. Kann ich saugen? I want to break free. Ja, okay. Saugen tue ich später. Da haben wir eine Kamera. Kann ich die nehmen? Kann ich aber auch nichts mitmachen. Wenn die jetzt runterfällt, ist sie im Arsch. Was ist das? Das ist ein USB-Stick. Kann ich den hier irgendwo reinplöppen?
Nein. Nix? Was ist das? Achso, es sind Federmäppchen. Wollen wir nicht? Mehr Objektive? Brauchen wir nicht? Was ist das denn alles? Sag mal, sehen die Füße da nicht ein bisschen komisch aus? Also, ich weiß ja nicht, aber da fehlen so grundlegende Zehen. Oder sollen die Zehen unterm Sand sein? Unter Wasser. Das ist, glaube ich, Wasser, oder? Und das ist Gischt. Robin McConnell, Meet and Greet Book Signing. Ist er Autor? Simon Garrett. PaySnap in Toronto. Achso, das bin ich und sie, oder was? Schwer. Und das ist der Strand. Ja, gut. Ich würde sagen, wir spielen das Spiel jetzt 10 Minuten und ich habe den ersten Hänger und finde das erste Rätsel nicht. Sehr geil. Dieses Werk erhielt viel Lob von einer der ausführlichsten und dennoch zugänglichsten Abhandlungen über die Anatomie des menschlichen Gehirns, dessen Funktion und unsere Wahrnehmung des Bewusstseins. Finden Sie heraus, wie Ihr Gehirn von seinem Körper abhängt, warum es nicht mit einem Computer gleichzusetzen ist und eine Vielzahl anderer interessanter Fakten, die Ihren Kopf zum Rotieren bringen werden. Diese Ausgabe beinhaltet außerdem 2 neue Kapitel über die Entwicklung des Gehirns und wie diese unsere Verhalten in verschiedenen Lebensabschnitten beeinflusst. Das ist ja wirklich sehr gehirnzentriert. Schaut mal im Mülleimer. Nee, da war nur Papier drin. Ah. Welches Moped hast du? Meinst du Dampfmoped IB4? Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Das ist der Smog TVF4. Falls du tatsächlich mit Moped Motorrad meinst, gar keins. Ich hab nur einen Führerschein. Nö, da ist auch nichts drin. Alter, der Klo sieht aber ziemlich scheiße aus, Mann. Kann man hier spülen? Kacken gehen kann ich auch nicht. Ja, wo bewahrt man sowas auf? Okay. Das ist gar nichts. I don't want to keep the doctor waiting. I'll shower when I get back. Ja Mensch, dann sag mir doch, wo das Zeug ist. Also wir haben jetzt eigentlich alles durchgesucht. Ah, hier. Nee. Hier? Da ist nix. Räum einfach mal auf. Der Nudelauflauf kommt schon mal in den Mülleimer. So, was haben wir hier noch? Oh, ich hatte gerade Burger. Komm auch weg. Aber hier ist nichts. Da kommt in die Spüle. Was ist das denn? Das war die komische Soße. Kochtöpfe. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir kommen nicht bis zum Hohen. Ich schwitze gerade ein bisschen. Hilfe!
Oberer Schrank, Küche. Habe ich doch reingeguckt, oder? There it is. Okay, da habe ich nicht reingeguckt. Das war der einzige Schrank, wo ich nicht reingeguckt habe. Zur Benutzung eines erlangten Objekts müssen Sie auf R2 drücken, wenn der Gegenstand auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wir nehmen die rote Kapsel und die blaue. But the taste, it's like sucking on a penny. Was hat er gesagt? Es schmeckt wie, als wenn ich an Penny lutsche? Big Bang Penny? Okay. Kann ich jetzt gehen? Alter Schwede. Das Spiel ist so hart für mich. Schwitze gerade. Aha. Ja, da war ein kleiner Ruckler. Jesse. Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Maddie from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time. Work in the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well... Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Don't find me in a phone booth. All will be set up. Kann ich aufstehen und mit der reden? Naja, anscheinend kann ich nicht aufstehen, sonst hätte ich ja die Blondine nochmal angesprochen, ob sie uns so auf unsere Reise begleiten möchte. Und das mit der... Die Frage kann ich nicht beantworten, Spike, das kann sein. Ich weiß es nicht. Also, wenn jemand getimeoutet wird, kann ich es nicht sehen. Hallo? Dr. Munchie? Das sieht jetzt hier sehr vertrauenserweckend aus. Natürlich, ich gehe in die letzte Bruchbude, um mein Hirn operieren zu lassen. Where is everyone? Thought this place would be busy. Und Clowns. Natürlich. Natürlich. Also anmelden können wir uns schon mal nicht, weil keiner zum Anmelden da ist. This is the place, right? Must be. Ja, ruf mal bitte an. Call Munchie real quick. Great. Got his phone turned off. That's okay. I can figure this out. Also das wäre schon wieder ein Punkt, wo ich einfach nach Hause gehen würde. Ich würde doch jetzt hier nicht weiter in diese Hirnbude gucken. Jetzt scannen. Paul, wo bist du? Wir haben noch ein paar Stunden. Sie haben Sam Jarrett erwischt. Lass uns das durchziehen. Ich habe dein Notebook an der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Ruf mich an. Bald möglich. Ruf mich bald möglich. Aha. Was heißt erwischt? Das ist sehr dubios. Hi Paul, habe mit Pace über die Laborzeit diese Woche gesprochen. Ich konnte den Scanner für morgen früh und nochmal für Freitag buchen. Ich weiß, das macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass wir den leerstehenden Rezeptionsbereich als eine Art Büro benutzen können. Dadurch können wir Dadurch können wir an ihren Computern Simulationen laufen lassen. Außerdem können wir dann schnell ins Labor gehen und den Scanner benutzen, wenn sie plötzlich ein Zeitfenster im Benutzungsplan auftut. Oh, irgendwie finde ich diese Schrift furchtbar. Ich dachte, wir können morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir können uns gegenseitig scannen.
um die Ausrüstung kennenzulernen. Ja, natürlich, so nennt man das heute. Angeblich soll es recht einfach sein. Hoffentlich wird Dr. Aaron Paik am Freitag jemanden rüberschicken. Einer ihrer Patienten hatte kürzlich einen Autounfall. Klingt interessant. Aha. Im Laborbelegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung des Zugangscodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Weider zu, für unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so einen Oberboss der Rechtsabteilung von Pace an den Hörer, der uns Labornutzungsberechtigung erneuern konnte. Der Code darf ich in E-Mails und Textmeldungen darf ich nicht in weiterleiten, werden aber eine Notiz hinterlassen, falls wir ihn vergessen. Notiz. Ja, okay, Notizen. Warum? Könnte ja auch so einfach sein. Aber diese Sicherheitsfanatiker. Da ist nix. Ja, ist das 2501? Das ist eine 0, oder? 2501. 2501. Ich habe keine Ahnung. Ich, Ripple, ich gehe da mit dir. Ich habe echt null Plan, was los ist. Es ist alles sehr dubios. Irgendwelche möchtegern Doktoren, die an meinem Hirn rumfummeln, was besser vielleicht stationär irgendwo behandelt wollen würde. Ich weiß es nicht. Zum Rennen L2 drücken. Hier ist zu. Geht nicht. Was kostet das Spiel? 28 Euro und es war im Angebot 25 für PlayStation Plus. Ich weiß nicht, was es auf dem PC kostet. Ich dir nicht sagen, keine Ahnung, auch sowas um die 2025 vermute ich mal. Was machen die hier? Wir quatschen mal mit dem Typ. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes, yes I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Okay. Komm noch mal später wieder, wenn du vielleicht einen Doktortitel hast. Ja, okay. So, what exactly are we doing? We're gonna do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. I should hope so. Otherwise, this would be a huge waste of time. Natürlich. Warum? Ich will das nicht tun. Get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready?
Say cheese. Das Pad vibriert. What happened? Hello? Mr. Munchie, did something go wrong? This isn't funny. I'm not supposed to put myself in. This is kind of stressing me out. Der Arzt hat gesagt, ich darf mich nicht aufregen. Hey! Anyone? Hier ist dunkel. Ich sehe nichts. Was ist denn das? Müll. Ich sehe wirklich nichts, also. Außer diesen roten Punkt. The hell is this place? How did I get here? What? I can figure this out. I just need to stay calm. No need to make things worse. Wo bin ich? Und warum? Da komme ich nicht dran anscheinend. Automatisiert. Terminalfreischaltung über Servicekonsole. Okay. Was ist das? Wäre ja auch zu schön, wenn die Tür jetzt direkt gehen täte. Was? Service zum Zugriff Omnitool. Was? Wen? Mein Omnitool? Ja, ich führe mein Omnitool ein. Was? Wen? Was ist ein Omnitool? Ja, Omnitool Chip Installer. Build, shape and optimize your Omnitool with fully customized tools and assistance. Also hier so ein Moped-Ding. Wo finde ich so ein Moped-Ding? Und was sind das für Geräusche? Was ist denn bitte Bad Action? Drücken Sie auf Bad Action. Was ist Bad Action? Das stand da schon mal. Ich habe keine Ahnung, was Bad Action ist. Weiß es nicht. Was ist Bad Action? Was ist das für eine Key? Ist das die Any-Key-Taste? Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Krempel. Beatnex, komm gut ins Bett. Was? Cool. Was ist denn da unten? Das ist ein Netzteil. Können wir das hier einbauen? Hm, nicht wirklich. Hier? Oh,
Auch nicht wirklich. Ja, Omnitool. Nein, ich wollte das Netzteil haben. Du sollst das da durchwerfen. Geht sogar. Teil gleich. Was ist das? Dafür brauchen wir einen Isolation Ionenschneider Plasmabrenner Moped. Das geht hier einfach so. Chris ist angeschlagen. Herr Blanier ist gute Besserung. Ich hoffe auch, dass ich nicht irgendwie Grippe kriege, wie gerade mit den Bekannten, mit denen ich am Wochenende weg war. Die waren auch alle krank. Nicht so geil. Schlaf dich aus. Boah, ich schwitze gerade wie ein Schwein, auf Deutsch gesagt. Sorry. Viel zu spannend für mich. Ich werde da zu alt für. Naja, kurzer Laderuckler beim Speichern. Terminal Plant Breakdown Technical Roboter Dock Service Station Storage. Oh, ruckelt aber ganz schön. War schon wieder ein richtiger Standruckler. Data Buffer available. Oh, it's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. That's the same. I hear that. See you back at camp. Oh, schickes Klo. Gehen wir erstmal strullern. Pausenraum. Was ist denn Öl? Curry Mix. Ich hasse Curry. Ich guck mich jetzt erstmal hier einmal grob um, dass wir erstmal so ungefähr wissen, wo wir sind. Ich weiß nämlich gar nicht, was ich jetzt im Moment suche. Eine Idee hätte ich nur gerade noch. Warte mal, das Ding mal hier mit. Kann ich denn hauen?
Gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass man hiermit vielleicht das aufhämmern kann. Aber man kann halt nicht wirklich gezielt schlagen. Ich muss ganz kurz auf Klo. Kann ich ins Pausemenü? Ja, kann ich. Ich mache nichts ins Overlay, ich mute mich nur, ich sprinte auf Klo. BRB. So, Ray. Okay. Oder nochmal jetzt ein anderes T-Shirt angezogen. Echt durchgeschwitzt. Ah, besser. Nicht mehr ganz so heiß. Ja, die gesamten Geräte, die Spannung und... furchtbar. So. Wo geht's hier weiter? Ja, keine Ahnung, was wir hier halt machen müssen. Ich denke mal einfach, genau das ist Sinn des Spiels, genau das rauszufinden. Woran ich ja gerade gedacht habe, als ich den ersten Flashback oder mehr oder minder diese Nachricht gehört habe, dass es eventuell das Gehirn hier ist und die einzelnen Türen halt zu sind. Mal schauen. Da war auch zu. Dann machen wir das Ding nochmal auf. Wechseljahre, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Die hätten dann jetzt heute angefangen. Ragnar, komm gut ins Bett. Und gute Besserung natürlich. Was sind das für Mopeds? Nummer 5. Hey,
Can you talk? Can you talk like the others? Why are you like this? You want some structure, Jill? Yeah, you do. So weird. Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. Matt! Wer? Warum? Kann ich mit den anderen Mopeds auch reden? Also, ja, ja, ist okay, es ist wieder dasselbe. Sorry! Achso, ich kann es abbrechen. Okay, ist gut zu wissen. Was ist das hier? Alter! Ist okay! Ich darf mich doch nicht aufregen, sonst krieg ich doch wieder Gehirnblutung. So ein Organismus-Ding. Was? R1 gedrückt halten? R1 gedrückt halten und LS... Ah, okay. Also das kann ich ähnlich wie in Alien machen. Achso. Ja, super. Verstehe schon. Ich habe noch keine Ahnung, was ich machen soll. Erstmal vielleicht in die Schränke gucken, dass ich so ein Scanner-Tool finde. Keins drin, ne? Leicht creepy. Wir haben zwei Türen, wo wir nicht durchkommen. Bräuchten einen Scanner. Sonst waren wir ja überall. Ja, so ein Ding bräuchten wir halt. Ist die Frage, wo das ist. Keine Ahnung. Hier ist zu. Da vorne müsste auch zu sein. Das heißt, wir haben zwei Türen, wo wir nicht durchkommen und den Scanner. Oder kommen wir hier durch? Nein, kann ich nicht.
Mich hier irgendwie raus? Der weglaufende Roboter hat was zerstört. Ich hab den ja gar nicht laufen sehen, ich hab ihn ja nur gehört. Nee, da kommt nicht durch. Wo ist der denn hingegangen? Das habe ich halt. Das hat man ja nicht gesehen. Man hat es ja nur gehört, dass der irgendwo hingetrappelt ist. Ich gucke jetzt nochmal in diesen Raum rein. Der Raum war. Nee, da nicht. Hier war der. Ach, hier. Ich bin auch blind. Der hat hier die ganze Klamotte aufgesprengt. Mächtig, mächtig. Das für Mopeds. So freundlich? Ach, du bist gar nichts. Zu. Ist auch nix. Wer entdeckt mich denn? Denn? Hier ist ja nichts. Glaube ich. Ich weiß ja noch nicht mal, was mich entdecken könnte. Nee, das neue Doom interessiert mich gar nicht. Schön hier. Top Spiel. Da komme ich nicht durch. Jetzt bin ich ja einmal rumgegangen, aber was bringt denn das? Ah, hier war so ein Omnitool-Ding. Was ist das? AI Helper Jane. Und wir können dremeln. Hä? Was ist denn das jetzt? Moment mal. Weil ich das Symbol da unten jetzt habe, aber ich weiß halt nicht, was es macht.
Falsche Taste. Omnitool V2,5. Das Omnitool ist ein fortschrittliches Interface zum Zugriff, Verwalten und Steuern computergestützter Systeme. Die Onboard-Key-I beinhaltet einen Open-Source-Satz an Verhaltensweisen und Protokollen, mit denen der Benutzer Routineaktionen über grundlegende Logikdiagramme automatisieren kann. Im Laufe der Zeit passt das Omnitool seine Programme auf unterbewusste Verhalten automatisch an, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Benutzerfehler zu minimieren. Das Kurzstreckensignal des Omnitools ist für grundlegende oder automatisierte Aktionen wie das Öffnen von Türen nützlich, während es zur Durchführung komplexer Aufgaben mit einer Workstation oder einem Terminal physisch verbunden sein sollte. Zum Upgraded-Gerät stecken Sie einfach eine Erweiterungskarte in die Haupt- oder Zusatzsteckplatz, Entschuldigung. Der Hauptsteckplatz des Omnitools verfügt über einen Standard C1121-Anschluss, in den meisten handelsüblichen Cortex-Chips passen. Beachten Sie, dass die Onboard-KI durch die Hinzufügung einer zusätzlichen KI außer Kraft gesetzt wird. Der Hilfssteckplatz ist ein Multi-Anschluss, in den eine Vielzahl an Werkzeug-Chip-Modellen passen, darunter unter anderem ganz viele. Chris, sei gegrüßt. Jan, wie benutze ich das jetzt? Ich habe noch keine Ahnung, aber das werden wir noch rausfinden. Hier haben wir auf jeden Fall ganz viel Zeug, womit wir irgendwas basteln könnten. Ich gehe mal zurück zum Eingang. Falls ich den Eingang finde. Tafuk! Das ist ja wirklich wie Alien Isolation. Hier war ich noch nicht. Okay. Hier war ich noch nicht. Grüßt. Das heißt, wir brauchen irgendwie ein Upgrade von diesem Moped. Frage ist nur wie und wo. Und was ist hier, wenn man uns töten will? Das ist die nächste Frage der Fragen. Oh Gott, oh Gott. Hier irgendwas, was hier mit dem Ding. Hier ist alles dunkel! Ich sehe nichts! Alter Schwede! Wenn ich was sehen täte!
Alter, du siehst ja wirklich gar nichts. Also eine Taschenlampe wäre ja wirklich schon mal richtig von Vorteil, wenn ich denn eine hätte. Service console Upsilon 3, including pilot seat, activated. Wer? Ach so, ich kann hier irgendwas machen. Ja. Inventar. Einfache Stratzeinzüge 1 bis 6, okay. Ach du Scheiße, was ist das denn alles? Huch. Huch. Ups. Alter Schwede. Boah, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, dass man halt nicht durch die Menüs mit irgendwelchen Tasten navigieren kann. So, sondern nur durch die Knöpfe. Das ist Soma, Toshta. Soma, heute zum ersten Mal. So, Orientierung. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running, but there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. Okay. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Also irgendwie aufwerten, verstehe ich schon. Achso, hier kann ich zurück. Werkzeugkasten. Aha, willkommen zurück. Luis Moiron. Ihr Omnitool ist im perfekten Zustand, aber nicht mit einem angepassten Cortex-Chips ausgerüstet. Sie werden derzeit von einer voreingestellten Onboard-KI gewartet. Helper Jane. Bitte beachten Sie, dass die installierte Cortex-Chips die Helper außer Kraft der Cortex-Chips nicht vorhanden. Hier kann ich nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Nein, schon wieder verklickt. Okay. Das habe ich jetzt geöffnet. Aha. Toolchip found. Aha. Dann kann ich das Ding jetzt hier upgraden, oder was? Wenn ich mich nicht verklicken würde. Scheint zu gehen. Toolchip Security Cipher updated. Okay. Level 3. Kann ich jetzt eigentlich so ein Moped anziehen? Das heißt, wir können jetzt wieder zu dieser Tür. Wie sind wir denn da hingekommen? Hier? Ne, da hinten, ne?
will da gar nicht hin. Okay. Einfach so. Bei diesem Spiel eigentlich Speicherpunkte? Oder speichert das irgendwie automatisch? Ja, wie gesagt, Luna, wenn ich das erste Mal sterbe, ist sowieso erstmal prinzipiell egal, weil ich erstmal gucken will, was mich hier tötet, weil das weiß ich ja noch gar nicht. Bei Alien wusste ich, dass es ein Alien ist. Hier weiß ich nicht, was das ist. Also wie gesagt, wenn ich das erste Mal getötet werde, klar, dann ducke ich mich irgendwie auch ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube jetzt, weil jetzt ist auch wieder geleckt oder so. Oh Mann. Freunde, ich glaube, ich habe eine schlechte Nachricht, ey. Ich kann, glaube ich, nicht weiter streamen, weil das, was Ratner hat, habe ich, glaube ich, auch. Mir ist nämlich zum Teil gerade speiübel. Das liegt nicht am Spiel. Ich habe Schweißausbrüche und fühle mich gerade echt nicht so super so wunderbar, als ob ich gerade noch weiter spielen möchte, ey. Tut mir echt leid. Aber ich mache für heute Schluss, Mann. Ich glaube, ich gehe erstmal ein bisschen an die Luft. Ich weiß nicht, ob das Essen, was ich mir gerade geholt habe, nicht so ganz geil war. Ihr merkt es ja auch, dass ich super still halt bin. Ich werde jetzt erstmal rausgehen. Seid mir echt nicht böse, Mann. Das liegt nicht am Spiel. Ja, ich würde halt gerne weiterspielen, aber das geht gerade nicht.
Ja, ich bin, hab das zweite T-Shirt jetzt schon durchgeölt. Also ist nicht so gänzlich normal. Werd jetzt erstmal irgendwie rausgehen. Eben noch bei McDonald's gewesen und was reingezogen und boah, jetzt ist mir gerade echt irgendwie bis hier und bleh. Dankeschön. Wie gesagt, ich gucke jetzt nochmal, ob ich jemanden für euch hosten kann, Mann.